Ich habe gelesen unter anderem, dass mit jeder Kommunikationssituation oder jede Kommunikation nach Nicolas Luhmann ist auch die Möglichkeit, seine Würde zu verlieren. Und in der Einarbeitung auf diesen Tag habe ich die in den wüstesten Albträumen gesteckt. Ich habe gelernt, was es heißt, eine kontingente Würde zu haben und eine inhärente Würde zu haben. Wenn ich also betrunken hier heraufgestrauchelt wäre, dann hätte ich meine kontingente Würde, wahrscheinlich meine expressive Würde verloren. Meine inhärente, also meine unverhandelbare wahrscheinlich nicht. Wenn dann aber jemand von Ihnen nach vorne gestürmt wäre und gesagt hätte, schweigen Sie jetzt endlich, mich zum Niederknien bewogen hätte, dann hätte ich möglicherweise auch, wenn Gewalt im Spiel wäre, meine inhärente Würde verloren. Und wenn Hajo von Gottberg das Ganze dann noch mit dem Handyvideo gefilmt hätte, das macht er nicht, und dann auf seine Plattform eingestellt hätte, um die Klickzahlen der FSF zu steigern, dann wäre vielleicht die FSM ins Spiel gekommen oder auch die KJM. Und dann hätte vielleicht Herr Kastendijk ihn wieder rausgehauen und versucht zu begründen, warum man das vielleicht doch kann. Also nur. Wir sind im Thema. Herr Fischer, die erste Frage an Sie, jetzt abseits der rechtlichen Kontexte. Was war in Ihrer Biografie, in Ihrem Leben? Haben Sie ein Erlebnis gehabt, wo Sie eine unmittelbare Würdeverletzung, Menschenwürdeverletzung erlebt haben? Wir haben vorhin von Herrn Kohl gehört, wir sollen eigentlich diesen Artikel 1 immer auf der Brust bei uns tragen. Gab es so ein Erlebnis bei Ihnen? Also nicht allzu krass. Ich weiß auch nicht, ob Sie das jetzt beeindruckt, wenn ich das erzähle. Aber eins fällt mir ein, eine alte Geschichte aus, hat sich in Berlin zugetragen, als Berlin noch geteilt war. Und ich mit als junger Mann in den 70er Jahren war ich hier mit einem Freund und dessen Eltern. Und wir wollten dann, also mein Freund und ich, Ost-Berlin besuchen einen Tag. Wir nahmen dann dummerweise den relativ dicken Wagen des Vaters und fuhren fröhlich auf die Grenze zu und wurden dann sehr genau kontrolliert. Wir waren auch die Einzigen, die irgendwie in diesem Moment mit dem PKW von West nach Ost-Berlin wollten. Und wir wurden also dann in die Baracke geführt und mussten uns dann am Ende komplett ausziehen, wurden also wirklich sehr, sehr massiv untersucht. Und das empfand ich damals schon als sehr unangenehm und als ja unwürdig. Ich will nicht behaupten, dass mich das irgendwie traumatisiert habe, aber es war schon also eine krasse Erfahrung. Wenn man vorher die westlichen Grenzen Deutschlands kannte, dann war diese Grenzerfahrung, die natürlich auch unsere eigene Schuld war, ne? Zwei junge Männer mit so einem dicken Auto, die dann von West nach Ost-Berlin, das war einfach ein Fehler, aber wir wurden dann auch entsprechend behandelt. Sie kamen aus einem Staat mit Reisefreiheit, erlebten dann einen Staat ohne oder sehr eingeschränkte Reisefreiheit und sind von Staatsgewalt gedemütigt worden, obwohl die Sie hätte doch schützen sollen. Herr Kastendijk, darf ich die Frage auch an Sie weitergeben, wenn Sie sich erinnern? Ich bin auch mal kontrolliert worden an einer Grenze. Und zwar zwischen Brasilien und Argentinien. Und da ging das noch ein bisschen weiter. Dann hat dann jemand auch noch den Handschuh angezogen. Und das war auch nicht so lustig, aber ich habe es nicht als eine Menschenwürdeverletzung von mir wahrgenommen. Ich habe allerdings auf derselben Reise, und das hat mich wirklich sehr mitgenommen und geschockt, auf einem Bauernmarkt gesehen, wie, und das hat jetzt nicht mit Menschen, sondern mit Tieren zu tun, die aber vielleicht auch eine gewisse Art von Würde haben, die ihnen inhärent ist, wie Hühner, die schon gerupft waren, aber lebendig gerupft waren, sozusagen gerupft verkauft, zum Verkauf angeboten wurden und da sozusagen schrien. Das, würde ich sagen, war zumindest mal eine Tierwürdeverletzung. Also so etwas habe ich immer Gott sei Dank nicht beim Menschen erlebt. Ist das auch in der Rechtsprechung eigentlich angekommen? In der Philosophie wird auch häufiger zunehmend mit Identität von Dingen, Rechten von Tieren sich befasst. Also wenn das jetzt Gegenstand eines Fernsehbeitrages würde, dass eine Tierwürdeverletzung da wäre, ist sowas Gegenstand von Betrachtung oder Urteilen schon geworden? Also das ist mit Sicherheit jedenfalls ein recht philosophisches Thema seit, würde ich mal sagen, bestimmt 20, 25, 30 Jahren etwa, dass ob Tiere gewisse sozusagen extreme Mindestrechte auch hätten, die in Richtung von so etwas gehen. Das ist halt ein Konzept, was dem klassischen römischen Recht, von dem das meiste, was wir hier an Rechtsordnung haben, ja stammt, fremd ist, weil damals Tieren Sachen waren. Und, aber damals waren auch Sklaven Sachen. Insoweit entwickelt sich das Recht eben fort. Und die zunehmende Sensibilität
dem Menschen gegenüber solchen Würdeverletzungen ist sicherlich, entwickelt sich auch in dieser Richtung weiter. Ob das jetzt wirklich vergleichbar ist mit Menschenwürdekonzepten, ist noch eine andere Frage. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wenn es um solches extremes Leiden geht zum Beispiel, dann ist, finde ich, den Begriff und den Diskurs über Menschenwürde auch gerechtfertigt. Mhm. Herr Fischer, Ihre erste berufliche Erfahrung mit dem Thema Menschenwürde in den Medien, was war Ihr erster Fall, wo Sie damit befasst waren oder gedacht haben, Menschenwürdebegriff müssen wir jetzt in Anschlag bringen, weil das zu unserer Hoheit gehört, das im Hinblick auf die Gesellschaft wahrzunehmen? Ja, der erste Fall ist in den 90er Jahren schon, hat sich das zugetragen, 94, da wurde heute noch gar nicht erwähnt, das war ein Fall, der auch dann nicht kein Urteil produziert hat, aber doch sehr, mich damals sehr bewegt hat. Das war ein Kriminalfall, der sich in Köln zugetragen hatte, 1994. Da wurde ein vierjähriger Junge wurde tagelang vermisst und als dann die Leiche dieses Kindes gefunden wurde, hat ein Sender die Mutter kurz nachdem die Todesnachricht bekannt war eben interviewt und die Frau war zitternd, wirklich zitternd am ganzen Körper und wurde aber in einer ja, fast unbarmherzigen Art und Weise befragt. Das war mein erster konkreter Fall, der dann auch zu einer konkreten Beanstandung geführt hat. Kevin Küster hieß damals dieses Mordopfer. Das war ein Fall, der allgemein damals die Medien bewegt hat und die Art der Aufbereitung oder die Art der Berichterstattung, die Mutter wurde eben wirklich nicht geschont. Sie wurde in diesem, kurz nachdem das Kind tot gefunden war, wurde sie befragt und das wurde dann beanstandet und vollkommen zu Recht. Ist es auf die rechtliche Ebene gegangen oder wurde es beanstandet? Es wurde beanstandet von der Niedersächsischen Medienanstalt und ich bringe es nicht mehr ganz zusammen. Es gab, glaube ich, die Überlegung, dagegen zu klagen. Es wurde dann nicht gemacht, meine ich. Also dieser Beanstandungsbescheid wurde dann bestandskräftig. Mhm. Herr Kastendijk, Sie waren auch Justiziar bei der Kirchgruppe lange Zeit. Bei ProSieben vor allem. ProSieben. Haben aber angefangen bei der Kirchgruppe insgesamt, dann Justiziar bei ProSieben. Ist dann in Ihrer Berufspraxis der Fall mal gewesen, dass Sie vorab proaktiv ein Format, das Ihnen zum Ankauf angeboten wurde oder in der Entwicklung angeboten wurde, dass Sie selbst abgelehnt haben mit dem Hinblick auf die Menschenwürde, wo Sie gesagt haben, das können wir nicht machen? Ja, das war die Frage, die ProSieben sich damals auch stellte, nämlich ob sie Verhandlungen aufnimmt mit Endemol damals und zu Big Brother. Das ist dann später zu RTL 2 gegangen. Und Sie haben empfohlen, das nicht? Nee, also ich habe das auch begutachtet damals intern und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es, wenn man alles richtig macht und man wirklich ausführlich aufklärt und die Möglichkeit bietet, dass jeder sofort und ohne Probleme und auch ohne finanzielle Verluste oder Gesichtsverluste aussteigen kann, dass es dann wohl möglich ist. Aber natürlich mit aller anwaltlichen Vorsicht, also im Sinne von kein Freifahrtschein, sondern einer Argumentation, mit der man es wahrscheinlich halten kann. Aber das war schon klar, dass das ein schwieriges oder grenzwertiges Format war. Das Gespräch zwischen Ihnen ist übrigens als Streitgespräch angekündigt. Wenn Sie mögen, ich will Sie nicht, auf keinen Fall, ich bin ein ganz harmoniebedürftiger Mensch, ich will Sie nicht aufeinander hetzen, das steht mir auch gar nicht zu. Aber wenn Sie mögen, ist eine Einladung, auch direkt zu replizieren. Also nicht zu warten, wenn Ihnen an der Position des anderen etwas missfällt, dann nicht auf mich zu warten, sondern direkt unmittelbar zu entgegnen. Herr Fischer, brauchen wir diesen Menschenwürdebegriff gerade im Hinblick auf Jugendmedienschutz überhaupt in seiner sakrosanten Aura? Ist der nicht viel zu aufgeladen, begriffsgeschichtlich, seit der Antike her? Ist der nicht viel zu problematisch beladen oder können wir den tatsächlich gebrauchen auf der Strecke des Alltags? Also wir gebrauchen ihn als KJM äußerst selten. Also ich habe noch mal die Zahlen mir geben lassen. Seit 2003 gibt es ja die KJM und es gibt 6, 7 Fälle insgesamt, die von der KJM
wegen Menschenwürdeverstoß dann auch beanstandet wurden. Teilweise mit Bußgeld, teilweise ohne Bußgeld. Also in extrem seltene Fälle, und das müssen sie auch sein. Wir haben das ja auch gehört von Professor Cole, dass es in der Regel Grenzfälle sind. Man kann nie vollkommen eindeutig sagen, das ist ein Menschenwürdeverstoß oder ist es nicht. Da streiten dann auch vernünftige Leute untereinander. Und wir streiten dann auch teilweise, oder diskutieren, sage ich mal, mit den Sendervertretern. Und spüren dann auch teilweise in den Sendern, dass die Einschätzung eines bestimmten Formates oder einer bestimmten Folge eines Formates durchaus auch im Sender unterschiedlich sein kann. Ganz normal, genauso wie die Richter sich auch nicht immer einig sind, sind die Personen, die für Sender Verantwortung tragen, von ihrem Vorverständnis her, vielleicht auch von ihrer familiären Situation her, wenn es um Kinder geht, die Opfer sind eines Menschenwürdeverstoßes, sind naturgemäß Personen, die auch Kinder in diesem Alter vielleicht zu Hause haben, noch sensibler als andere Personen. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, wir brauchen diesen unbestimmten Rechtsbegriff, um ganz seltene, krasse Fälle, um da ab und an mal und auch sehr, sehr überlegt und sehr dosiert auch mal Stopp zu sagen. Zu sagen, das geht so nicht und das kann so in dieser Form nicht gesendet werden. Wobei es in der Regel auch so ist, dass das nicht für eine bestimmte Art der Berichterstattung ein Verbot heißen muss. Es wurde ja auch gesagt in diesem Fall Alter Mann, es ging nicht um die Darstellung an sich. Das hätte durchaus ein-, zweimal, ich korrigiere mich, einmal, ja. Einmal hätte es sicherlich gezeigt werden können. Aber hier gilt der alte Satz, die Dosis macht das Gift. Wenn man das dann zwei-, drei-, viermal wiederholt, also jetzt nicht in diesem Fall, aber in anderen Fällen hatten wir das so, dann ist einfach die Grenze überschritten. Aber das ist für den Sender, wenn er diese Konsequenz vorher gezogen hätte, hätte er das Thema, ich meine auch mit derselben Ernsthaftigkeit, mit derselben Botschaft, ohne Rechtsverstoß bringen können. Also wir sagen ja nicht zum Beispiel jetzt bei Supernanny, dass die Bilder mit den Gewalthandlungen überhaupt nicht gezeigt werden können. Das Problem war, dass sie zu oft gezeigt wurden. Sie wurden dreimal wiederholt in einzelnen Fällen. Das hatten übrigens nicht wir gezählt, sondern das Gericht in Hannover hat das also minutiös sondiert und die Wiederholungen von den Erstausstrahlungen getrennt und das also quasi statistisch richtig erhoben. So weit wären wir gar nicht gegangen, aber das, also waren ja manche dabei bei dieser Verhandlung, als ich diese Statistik dann in dem Eingangsbericht des Richters hörte, war schon ziemlich deutlich, wohin die Reise geht bei diesem Verfahren. Aber die Inflationierung dieses höchsten Rechtsgutes, die sehen Sie schon auch? Nein, überhaupt nicht. Also in den 11,5 Jahren KJM-Existenz. Weil Sie sprachen von den Grenzen, auf den Menschenwürdebegriff zu rekurrieren, auch in Ihrer Praxis. Das hat eine Grenze, so habe ich Sie verstanden. Also man darf das nicht... Wir wollen das nur in... Also was glauben Sie, wie oft wir Beschwerden bekommen von außen, von Privatpersonen, die irgendeinem Format Menschenwürdeverstöße vorwerfen? Das bekommen wir beinahe wöchentlich. Und in vielleicht einem Mini-Prozentsatz dieser Beschwerdefälle haben wir tatsächlich dann ein offizielles Verfahren eingeleitet. Wir nennen das dann den Anfangsverdacht bejaht und dann geht das KJM-Prozedere los. Das geschieht in einer sehr, sehr geringen Anzahl und die meisten Menschenwürde-Vorwürfe, die wir von außen bekommen, sind absolut unberechtigt. Berücksichtigen auch schon im Tatbestand nicht die Berichterstattungsfreiheit und die Rundfunkfreiheit. Eins ist auch klar, wenn wir einen Verstoß feststellen oder wenn die KJM das tut, dann gibt es auch keine Rechtfertigungsgründe. Dann muss man nicht mehr abwägen, dann ist es einfach wenn dieses Elementargrundrecht verletzt ist, dann ist es das. Aber ob dieser Tatbestand verletzt ist, da können wir oder müssen wir sehr wohl andere Grundrechtspositionen einbeziehen. Also wir versuchen wirklich sehr, diesen harten, es gibt ja eigentlich keinen krasseren Vorwurf, den die Aufsicht einem Sender machen kann. Das ist das Totalverbot, jedenfalls in dieser Form der Berichterstattung. Und das setzen wir sehr dosiert ein und in aller Regel auch, sagen wir mal, dann, wenn es vor Gericht geht, wurde das dann von der staatlichen Justiz bestätigt. Herr Kastensack, sehen Sie das anders? Sie müssten es anders sehen. Für die medienethische Alltagspresse, Sie haben gerade so von einem kurzen Vorgespräch mit mir so einen wunderbaren Temperamentsausbruch gehabt. Darf ich Sie einladen, da anzuknüpfen? Also, ich muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Diskussion, wie geht man mit dem geltenden Recht um? Und da gibt es nun mal bestimmte Normen, die Menschenwürde
praktisch ins Alltagsgeschäft der Fernsehbetrachtung runtergezogen haben und die das sozusagen als kleine Münze des, selbst wenn man es dann auch in sozusagen wohlwollender und vernünftiger Selbstbeschränkung dann nicht übertreibt, zumindest die Möglichkeit dafür gibt. Und da kann man, und da würde ich mich auch gar nicht mit den Landesmedienanstalten und mit Herrn Fischer streiten wollen, weil das ist halt geltendes Recht. Das muss man anwenden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, war das eine kluge Entscheidung des Gesetzgebers? Weil man muss eben sehen, wie auch in beiden Vorträgen gezeigt, es ist ein Grundrecht mit also einer extrem hohen Fallhöhe. Es kann nicht geändert werden. Es steht unter der Ewigkeitsgarantie. Selbst mit einer Zweidrittelmehrheit oder Dreiviertelmehrheit im Bundestag könnte man nicht sagen, keine Ahnung, das hätte aber doch im Supernanny-Fall oder also jetzt abstrakter ausgedrückt, hätte man aber dann so oder so entscheiden können. Es ist dem Gesetzgeber entzogen. Ne? Das ist etwas, was glaube ich, niemals gedacht war als eine Norm, die praktisch im alltäglichen Medienleben eine Rolle spielen sollte, sondern das war eine Norm, eher so eine reflexive Norm, an der andere einfach gesetzliche Normen gemessen werden sollten und auch das nur als Ultima Ratio. Und wenn wir über Objektformel reden und die Entstehung der Objektformel können wir gerne vertiefen, kantische Ursprünge und so weiter, da geht es wirklich um den Zusatz, den auch das Bundesverfassungsgericht macht, dass es, der auch deutlich macht, dass es nicht jede Art von Kommerzialisierung, nicht jede Art von Verobjektivierung reicht, sondern dass man sozusagen damit mit dieser Kommerzialisierung oder Objektivierung Verobjektivierung dem Menschen sein Menschsein absprechen muss. Nach dem Motto, du bist so, wie man es mit den Juden gemacht hat, du bist Ungeziefer oder du bist lebensunwertes Leben und darfst vernichtet werden. Das war die Fallhöhe. Das war der Ausgangspunkt für Artikel 1 und auch bei der Grundrechtecharta. Und nicht, darf Dieter Bohlen das sagen oder nicht. Das finde ich ein ausgezeichnetes Beispiel. Natürlich wird es im allgemeinen Sprachgebrauch so verwendet, nach dem Motto, es ist doch eine unwürdige Darstellung oder ähnliches. Aber das ist nicht der Rechtsgebrauch. Das Recht sieht einfach diesen Begriff in einer sehr viel sozusagen unangreifbareren und größeren und wichtigeren Position. Ich finde, um es auf einen Satz zusammenzubringen, mit solchen Rechtsnormen banalisiert man die Menschenwürde. Das Bundes. Darf ich Sie? Natürlich. Hatten ja animiert ein bisschen. Dieter Bohlen ist. Das ist ein falsches Beispiel, weil dieser Fall wurde von der KJM gerade nicht wegen eines Menschenwürdeverstoßes beanstandet. Es war ein reiner Jugendschutzfall. Ein hypothetisches. Ja, es wurde ja heute auch schon erwähnt, aber das hatte mit Jugend, mit Menschenwürde nichts zu tun. Da hätten Sie auch recht, wenn also DSDS wegen Menschenwürde da, also das, da würden wir uns vergreifen in der Relation. Ja, das war aber nicht der Fall. Und ich muss auch sagen, bei DSDS hat diese reine Menschen, nicht die reine Jugendschutzbeanstandung, die es von der KJM gab, hat ja auch in den Folgejahren durchaus sich als sinnvoll erwiesen, weil der Umgang mit den Kandidatinnen und Kandidaten ist doch ein ganzes Stück respektvoller geworden. Das war ja das Problem, dass da wirklich respektlose Bemerkungen fielen und die zu einer Sendezeit, wo eben auch noch kleinere Jugendliche oder kleinere Kinder vor dem Fernseher sitzen. Da hat sich diese Maßnahme der KJM damals, meine ich, auf die längere Sicht seither, war richtig. Ja. Herr Kastenberg, Sie haben ja gerade sehr auf den historischen Fluchtpunkt abgestellt und haben letztendlich ist der Holocaust die Fluchtperspektive für unsere Verfassung. Und diese historische Situation, wenn Sie das machen, dann machen Sie eine Linie auf, die es mir als Prüfer der FSF, der ich auch bin, im Alltag unmöglich macht, überhaupt über den Begriff Menschenwürde im Zusammenhang auf Medien nachzudenken, weil ja der Holocaust in der historischen Forschung ein singuläres Ereignis ist und auch vom Gefühl der meisten hier von uns vermutlich eine ganz und gar singuläre Tatsache ist. Wird er nicht dadurch
sozusagen wieder aufgeladen mit etwas, was man versucht hat, aus diesem Begriff reinzubekommen. Also was immer drin war, die religiöse Aura, dieses Überalltägliche, hat das Bundesverfassungsgericht nicht auch gesagt in verschiedenen Urteilen, wir müssen das an den dynamischen Wandel anpassen oder so im Moment der Dynamik hineinbringen? Also was ich mit diesem Verweis sagen wollte, war durchaus jetzt nicht nur der Holocaust und die Behandlung von Juden oder von Schwerbehinderten im Dritten Reich. Im Dritten Reich ging das weiter. Also ein klassischer Spruch des Dritten Reichs war, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Klassische Sprüche in den 30er Jahren, sogar generell, wenn man das noch ein bisschen weiter fasst, also jetzt zum Beispiel die damalige Sowjetunion mitnimmt, dann war generell so eine Haltung, dass sozusagen der einzelne Mensch sich der Gruppe, dem Gesamtinteresse unterzuordnen hat. Und gefälligst, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Und wenn das eben die Weltrevolution braucht, dann müssen dann eben noch ein paar Köpfe rollen. Diese Art von Denke. Und dagegen, wenn man sich die Protokolle anguckt, des Chiemseer Entwurfs, gegen diese Denke hat sich das gerichtet. Gegen dieses, der einzelne Mensch ist nichts, nur die Gemeinschaft zählt. Und das ist vielmehr ein generelles Thema der 30er Jahre gewesen, und als dass man es jetzt auf sozusagen Holocaust begrenzen würde. Das hat viel mehr damit zu tun, dass man nach 45 sich wieder zu klassischen bürgerlichen Rechten, subjektiven Rechten bekannt hat und eben diese Vergesellschaftungstendenzen sozusagen wieder zurückschrauben wollte. Und das halte ich auch natürlich für äußerst richtig und befürwortenswert, dass man diese kopernikanische Wende dann auch vorgenommen hat in der Bundesrepublik. Aber mit Verlaub, also gegenüber den Untaten der Nazizeit verblassen ja alle aktuellen Fälle. Auch da ist ja auch Zwergenweitwurf oder Piepshow ist vergleichsweise banal, ja, wenn Sie das vergleichen. Das kann aber eigentlich nicht der Maßstab sein. Na, aber ich würde schon sagen, es gibt ja nun auch eine Menge andere Diskussionen, in denen Menschenwürde, und zwar dann auch weltweit, diskutiert wird. Das ist der Bereich zum Beispiel der gesamten, wie nennt sich das, in vitro Fertilisation und der ganze Bereich, sagen wir mal, das, wie geht man mit genetischem Material von Menschen um? Die ganze Frage Tötung auf Verlangen und solche Dinge, das hat durchaus die Fallhöhe. Aber ich kann Ihnen durchaus auch ein anderes Beispiel nennen, wo ich sagen würde, da hat es die Fallhöhe nicht. Es gab in den 80er Jahren und 90er Jahren Gerichtsprozesse über die Frage bei sogenannten Regelsätzen in der Sozialhilfe, wenn man einen Fernseher nicht hat, ob das gegen die Menschenwürde verstößt. Es gab eine Entscheidung über Mixgeräte. Es gab eine Entscheidung über diverse andere Dinge, die man so zum alltäglichen Leben braucht oder nicht braucht. Und da wurde tatsächlich dann geprüft, beziehungsweise oft haben die Richter dann auch gesagt, sie sehen sich nicht in der Lage, das am Maßstab der Menschenwürde zu prüfen, ob das Mixgerät nun, wenn man es nicht hat, irgendwie ein menschenunwürdiges Leben beinhaltet. Das hat man tatsächlich auch mal gemacht. Und da würde ich genauso sagen, es war gut, dass die Rechtsprechung sich dann irgendwann davon verabschiedet hat, gesagt hat, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Das ist einfach eine eben Banalisierung dieses hohen Gutes und dieses hohen Begriffs. Und ich finde es sehr richtig, dass die Landesmedienanstalten in ihrer Not, weil es nun mal diese Regelung zur Berichterstattung über Tod und Grausamkeiten in Menschenwürde verletzender Weise gibt als Norm. Deswegen muss man sie auch anwenden. Dann bleibt den Landesmedienanstalten tatsächlich auch nichts anderes übrig, als es sehr vorsichtig anzuwenden und eben es nicht zu übertreiben. Mehr kann man dann auch nicht dazu sagen. Ich würde nur an den Gesetzgeber appellieren und sagen, überlegt euch das gut, so etwas im Gesetz zu haben, weil jetzt komme ich noch mal zu dem Punkt, worum es eigentlich geht. Das war, fand ich, sehr, sehr schön herausgearbeitet von Professor Cole. Im Kern geht es doch um was ganz anderes. Im Kern geht es nicht darum, dass die Menschenwürde selbst sozusagen durch einen medialen Akt
verletzt wird, sondern es geht darum, dass der Eindruck erweckt wird, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dass man Menschenwürde völlig unproblematisch und ungestört und ohne gesellschaftliche Sanktionen verletzen kann. Und damit wird sozusagen das mediale Bild dessen, dass Menschenwürde etwas Heiliges und Unverrückbares und Unantastbares ist, wird sozusagen medial aufgelöst. Und das ist das Problem. Das ist aber kein Verstoß gegen die Menschenwürde, sondern das ist ein Verstoß gegen sozusagen ein bestimmtes Normkonzept, was sozusagen die, was sozusagen in der medialen Darstellung steckt. Und das kennen wir. Das kennen wir zum Beispiel bei dem 131 StGB. Oder bei Volksverhetzung, also 130 StGB. Also es gibt Normen, die da sagt man insbesondere zum Jugendschutz, aber teilweise sogar darüber hinaus, es darf nicht der Eindruck erweckt werden in der Gesellschaft, dass man zum Beispiel gröbste Grausamkeiten zeigt und sie auch noch positiv dargestellt werden, nach dem Motto, im Rahmen einer Racheaktion ist das genau richtig. Also irgendjemand wird irgendwie die Frau brutal ermordet und dann fängt er an, sich zu rächen und fängt an, irgendwie den Leuten langsam irgendwie die Finger abzuschneiden. Und es wird sozusagen im Film positiv dargestellt. Sowas darf nicht sein, ne? Weil damit sozusagen eine moralische Botschaft gegeben wird an die Gesellschaft, die man nicht geben will. Da würde ich sagen, das ist okay. Das ist aber keine Menschenwürdeverletzung, sondern das ist eine Verletzung eines bestimmten sozusagen Prinzips, damit greift man sozusagen diese ethische Grundvorstellung an, so wie es eben bei Gewaltdarstellungen, Pornografie und Ähnlichem um solche sozusagen medialen Selbstbilder der Gesellschaft geht. Also habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt gar keine Menschenwürdeverletzungen durch mediale Darstellung, sondern die könnten wir alle mit Normverstößen abdecken. Ja, es gibt keine medialen Verstöße oder also jedenfalls also nur schwer vorstellbar, sondern es gibt sie sozusagen nur auf so einer Art zweiten Ebene, also auf der Ebene des sozusagen der Frage, wie man in einer Gesellschaft Normen gesellschaftlich sozusagen abstützt, ne? indem man sie eben sozusagen, das ist ja das Konzept, wie ein wesentlicher Teil des Jugendschutzkonzeptes, dass man sagt, Jugendliche sollen nicht den Eindruck bekommen, Gewalt ist eine vernünftige und akzeptable Lösung. Und so sollen Jugendliche auch nicht den Eindruck bekommen, dass Menschenwürdeverletzungen toleriert werden dürfen. Und unter diesem Aspekt kann man eben sagen, kann man bestimmte Menschenwürdeverletzungen, die für sich genommen keine sind, die aber praktisch den Eindruck bei Jugendlichen erwecken, man könnte so etwas ungestraft tun, könnte man dann möglicherweise im Rahmen von Jugendschutz nach hinten verlegen, im Sinne von erst ab 23 Uhr. Das wäre das Konzept, wo ich sagen würde, so kann man mit Menschenwürde vielleicht noch umgehen. Aber man kann nicht sagen, dass eben selbst eben so das Zeigen einer Enthauptung eine Menschenwürdeverletzung ist. Also die Enthauptung selbst ist die Menschenwürdeverletzung, aber nicht das Zeigen. Naja, problematische Botschaften können natürlich entwicklungsbeeinträchtigend sein und dann aus rein jugendschutzrechtlichen Gründen beanstandet werden. Aber wir brauchen auch für Menschenwürdeverstöße eine einfach gesetzliche Grundlage. Also ich glaube nicht, dass das Verwaltungsgericht eine Beanstandung, die sich auf Artikel 1 Grundgesetz stützt und keine andere Rechtsgrundlage hätte, akzeptieren würde. Also es muss schon in der Spezialregelung, also im Rundfunkgesetz, in dem Fall Rundfunkstaatsvertrag oder JMStV, eine konkrete, möglichst bestimmte Regelung sein, die natürlich immer letztlich unbestimmt bleiben muss bei diesem schwierigen Thema. Aber nur auf allgemeine Prinzipien zu rekurrieren oder auf Artikel 1 Grundgesetz, das würde uns im Alltag, da geht es ja dann auch darum, dass wir einen Verstoß rechtssicher und dann auch letztlich mit Bestandskraft feststellen. Dazu brauchen wir einfach gesetzliche Regeln. Deswegen widerspreche ich Ihnen in dem. Hat denn der Rückblick auf... wollen Sie gleich fragen? Ja, gerne. Das trägt zur Lebendigkeit immer bei. Danke. Vielleicht auch sonst der falsche Eindruck. Ist zusammen hängen geblieben worden.
Ich würde es nicht, also wenn wir das Bild der Küche nehmen, was für Apparaturen und was für Mixzutaten kann man benutzen beim Jugendschutz? So klingt es nämlich. Hm. Die Menschenwürde bleibt oben auf dem Küchenschrank. Ich würde nicht sagen, dass wir sie so weit hängen müssen. Oben in den Schrank, ja, aber nicht auf dem Schrank. Hm. Es ist genau, wie Sie sagen, Herr Fischer. Wenn es keine gäbe, hätte man natürlich das Problem, kann man dann unter direkter Berufung auf Artikel 1 vorgehen? Würde wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn ein Gericht damit beschäftigt wäre, müsste es möglicherweise im Rahmen einer Richtervorlage fragen, ist der Staat hier nicht untätig geblieben, weil er aufgrund seiner Schutzverpflichtung hätte eine einfach gesetzliche Grundlage schaffen müssen. Wenn es daran fehlt, muss trotzdem irgendwas getan werden zum Schutz der Menschenwürde. Und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Menschenwürde, und das wollte ich auf gar keinen Fall in meinem Vortrag vermitteln, dass die Menschenwürde nur ein Bild ist, was sozusagen hinter dem Jugendschutz steht, als die extremste Form von Jugendschutzverletzung. Und wenn die erreicht sind, klar, dann muss man nicht nur 23 Uhr, vielleicht sogar darüber nachdenken, gar nicht. Mhm. Der Schutz der Menschenwürde ist ausdrücklich nicht nur ein Jugendschutzinstrument. Deswegen heißt der Staatsvertrag auch Schutz der Menschenwürde. Ist mir völlig klar. Sie haben es einleitend gesagt, dass der Staat es vielleicht nicht hätte machen sollen. Ich gebe als Gegenthese, der Staat musste es machen. Weil wenn er es nicht gemacht hätte, wäre die Frage irgendwann aufgekommen, alle Beispiele, die Sie genannt haben, kann man doch auch medial transportieren. Und dann wäre die Frage, wenn der Medienanbieter sie medial transportiert, ist das nicht etwas anderes als nur das Ereignis als solches? Ist nicht der Menschenwürdeverstoß dann nicht mehr nur in dem Ereignis, sondern auch in der Entscheidung, in der redaktionellen Entscheidung, es medial zu transportieren? Und genau deshalb gibt es aus meiner Sicht die einfach gesetzliche Grundlage, gegen eine solche mediale Weitertransportierung einer Menschenwürdeverletzung vorgehen zu können. Darf ich? Gerne. Also zwei Gegenargumente würden mir einfallen. Das eine ist, die meisten der Verletzungen, über die wir jetzt diskutiert haben, sind auch Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Häufig sind die Einwilligungen, die da angeblich gegeben worden sind, nicht haltbar, weil gar nicht einwilligungsfähig. Bei den Kindern zum Beispiel, Supernanny, die Kinder können gar nicht einwilligen. Die Mutter möglicherweise nicht für die Kinder, sondern dann müsste man einen Beschluss vom Familiengericht oder was auch immer noch bekommen und so weiter. Würde man sich sozusagen ganz normal mit dem normalen gesetzlichen Werkzeug mit diesen Fällen beschäftigen, würde ich mal sagen, in 80% der Fälle kann man sie auch ohne Rekurs auf dieses Grundrecht lösen und auf diese Norm. Und in den verbleibenden Fällen, Beispiel Berichterstattung, jetzt kommt mein zweites Argument, ist, da finde ich, ist auch die Meinungsfreiheit oder die Rundfunkfreiheit oder die Pressefreiheit ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich will mal ein anderes Beispiel geben. Es gibt ganz krasse Fotografien vom Vietnamkrieg, die durch alle Welt gegangen sind, zum Beispiel dieses Bild der Erschießung, wo jemand sozusagen in den Kopf geschossen wird, der so dann kniet, so ein nordvietnamesischer oder südvietnamesischer Soldat. Ganz schreckliche Bilder von Kindern, die weglaufen die praktisch am lebendigen Leibe brennen. Und diese Bilder haben dazu geführt, dass dann die Massendemonstration in den USA gegen den Vietnamkrieg kam. Das war durchaus auch auf diese sehr, sehr harten, bis dahin unbekannt harten Bilder zurückzuführen. Und ich kann nur sagen, kein Land der Welt, da würde ich auch Ihnen deutlich widersprechen, hat eine Regelung wie wir im Jugendmedienstaatsvertrag, in dem praktisch gesagt wird, ihr dürft menschliches Leiden nicht zeigen, es sei denn, es ist gerechtfertigt. Jetzt kommt das letzte Argument, es ist meiner Ansicht nach auch noch rechtstechnisch schlecht gemacht, weil entweder es ist ein Menschenwürdeverstoß, dann ist er auch nicht zu rechtfertigen, redaktionell, ne? Oder es ist nicht. Und wenn man in den Kommentaren dazu liest, dann soll diese quasi Rechtfertigungsebene, ob es berichterstattungstechnisch dann doch vielleicht gerechtfertigt war, nach dem Motto, bei Vietnamkrieg ja, aber bei anderen Dingen vielleicht nicht, soll dann dazu führen, dass dann wiederum kein Menschenwürdeverstoß stattfindet. Ganz ehrlich, das ist auch noch intellektuell unredlich und schlecht gemacht.
Herr Augsberg, Sie hatten sich gemeldet, oder? Wollen Sie eine kurze Wortmeldung? Mein kurzer Eindruck dazu wäre jetzt, oder mein Fragezeichen, entkoppeln Sie nicht Realität und Medien? Sie scheinen mir zu, für mich als Prüfer, heben Sie das eine vom anderen zu sehr ab, anstatt eine wechselseitige Durchdringung anzunehmen. Das wäre auch mein Gegeneinwand oder die Frage, ob Sie nicht zu stark zwischen einer sozusagen ontologisch fixen Realität unterscheiden, das Geschehen des Kopfabschneidens und davon ganz distinkt, ganz getrennt, etwas völlig anderes, die Ebene der medialen Vermittlung. Ob man dann nicht zumindest sagen müsste, und deswegen ist ja vielleicht dieses Beispiel mit dem 91-Jährigen im Heim und der Wiederholung des Geschehens ganz instruktiv und auch die Beispiele des Vietnamkrieges ganz instruktiv, dass es doch auf die Art und Weise der Darstellung ankommt und auf die Frage, was damit letztlich bezweckt werden soll. Ist die Darstellung von menschlichem Leid dazu vorgesehen, um die Identifikation mit dem menschlichen Leidenden irgendwie zu erzielen? Das ist die Situation der Vietnambilder. Das ist nicht rein auf Sensationszwecke bezogen offensichtlich, sondern da geht es eben auch darum, eine Antikriegsstimmung zu erzeugen, das Leiden zu bebildern und deutlich zu machen, warum das aufhören muss. Und das könnte man meines Erachtens sehr gut beziehen auf diese Enthauptungsszenarien und sagen, wenn wir das zeigen, um die Grausamkeit, das Leiden und vielleicht auch noch die Würde, die derjenige beibehält, obwohl ihm solche Taten zugefügt werden. Wenn wir das aus dem Zweck zeigen, dann ja. Wenn es dagegen wirklich den Effekt hat, dass es immer und immer wieder gezeigt wird, man das tatsächlich das Gefühl hat, es geht mehr oder minder um eine Werbestrategie, dass es dann kippt. Dann geht es gerade nicht mehr um das, was Ihr Hühnerbeispiel finde ich toll zu sagen. Also das sagen ist so ein somatisches Unbehagen am Leiden der Kreatur, das mich in meinem Menschsein trifft. Ja, das ist ja zunächst mal, denkt man, das ist irgendwie, das sind Hühner und das andere sind Menschen. Aber es trifft mich in meinem Menschsein, dass andere zu solchen Grausamkeiten fähig sind. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn das irgendwie in der medialen Berichterstattung zurücktritt gegenüber der Erwägung, wenn wir das nochmal zeigen und nochmal zeigen, dann triggert das irgendwie Zuschauerzahlen, dann hat man, glaube ich, wieder eine Ebene betreten, wo es eben doch eine Eigenproblematik der medialen Berichterstattung gibt. Also ich würde, wenn das war sehr direkt jetzt ein Einwurf war, unterscheide ich dazu sehr. Ja, also zugegeben, es gibt eine Wechselwirkung und zugegeben, es kann ein Menschenrechteverstoß möglicherweise auch vertieft werden durch sozusagen die mediale Art, wie die Medien es aufgreifen, also insbesondere bei sozusagen Dingen, die mit Schamgrenzen und Scham zu tun haben. Ich finde es aber sehr, sehr, also verfassungsrechtlich äußerst schwierig, praktisch den Verstoß davon abhängig zu machen, von der Intention desjenigen, der diesen möglichen Verstoß begeht. Also das würde ich sagen, da würde auch in den USA oder in anderen Staaten mit Meinungsfreiheit niemand drauf kommen. Die würden sagen, das ist eine robuste Freiheit. Die wird halt so und so genutzt. Und manche Leute haben die und die Interessen. Und auch der BGH in der Entscheidung zur Werbung von Benetton hat diesen Punkt meiner Ansicht nach sehr gut rübergebracht, dass er eben gesagt hat, die rein kommerziellen Interessen von Benetton, die dahinter stehen, spielen keine Rolle bei der Frage der Meinungsfreiheit oder der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also Motive gibt es viele. Wer weiß, was das Motiv von RTL gewesen ist? Ich unterstelle jetzt RTL da nichts Böses. Natürlich wollen die Quote machen, das will aber auch jede FAZ und jedes andere Medium. Warum soll jetzt der RTL-Redakteur da eine schlechtere Motivation gehabt haben als meinetwegen der Nachrichtensprecher 1966, der zum fünften Mal diesen Genickschuss gezeigt hat? Der wollte auch beides. Der war gegen den Vietnamkrieg, aber er wollte auch Quote machen. Finde ich, also wo hört das dann auf? Ich nehme das gleich ab. Ich habe Sie im Auge, möchte bloß für mich noch mal ganz kurz an dem Punkt verhalten und zu einem anderen Thema überlenken, weil ich habe hier auch das Stichwort die Supernanny. Da sehen wir nachher Ausschnitte und haben auch noch mal Gelegenheit, das im Plenum sozusagen zu diskutieren. Ich habe hier Castingformate, aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, wenn ich Camilla anschaue. Ich möchte noch mal zum Thema Gewalt kommen und noch mal auf unseren
Alltag in der Prüfung bei der FSF vor allem, das ist mein Gebiet, oder FSM auch zurückkommen, ist überhaupt denkbar, dass durch ein fiktionales Format, durch fiktionale Gewaltzeigungen, Gewaltbilder, die Menschenwürde verletzt wird. Mir ist klar, Hajo von Gottberg hat vom Gefühl gesprochen, das wir alle haben, wenn da irgendwas die Menschenwürde verletzt wird. Aber wir haben die Gesetze und müssen es immer auch wieder in den gesetzlichen Rahmen bringen. Mir geht es so, und ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob Sie diese Empfindung teilen, dass im Mainstream der Medien, dass es so eine Art kumulativen Effekt gibt von entwürdigender Darstellungsweise, die ich als Prüfer, sagen wir bei einer Folge Walking Dead oder Game of Thrones, nicht zu fassen bekomme. Das ist unglaublich brutal, aber ich bekomme es mit der Menschenwürde eigentlich überhaupt nicht zu fassen. Wenn ich aber daran denke, dass sich sowas kumuliert, dass sich sowas immer mehr und mehr in unser Unterhaltungserleben einschleicht, ist das ein Thema, das Sie auch in Hinsicht auf Menschenwürde sehen, oder ist das der ganze fiktionale Bereich abgegrenzt davon? Also im fiktionalen Bereich ist es durchaus auch denkbar, dass es einen Menschenwürdeverstoß gibt. Aber man muss sagen, in der Praxis der KJM-Arbeit hat es, Frau Bramel mag mich korrigieren, aber ich glaube, es hat keinen Fall gegeben, dass ein fiktionales Format wegen eines Menschenwürdeverstoßes beanstandet wurde. Das sind schon die realen Bilder aus einer Familie, aus diesem Pflegeheim. Es ist ja auch immer die Intention, das bestreiten wir ja gar nicht, dass der Sender diese Bilder zeigt, weil er eigentlich eine positive Botschaft vermitteln will. Er will Missstände aufzeigen, er will die Situation in einer Familie verbessern. Die Frage ist nur, muss er das so tun, dass er bestimmte harte Bilder mehrfach wiederholt, sie im Teaser einsetzt, sie wirklich auch nutzt, um Zuschauer zu generieren, Quote zu erhöhen. Das wird meines Erachtens, die Rechtsprechung ist eben inzwischen so, dass wirklich die Dosis macht das Gift und der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Also man kann ein Problem auch mal mit schwierigen Bildern real zeigen. Aber nicht bitte dreifach, vierfach wiederholt, nicht bitte mit Musikuntermalung, mit Großaufnahme. Da gibt es schon gestalterische Mittel, die das einfach noch verstärken. Und in dem Supernanny-Fall eben, da hat das Gericht vor allem die Würde des einen, des jüngsten Kindes, des vierjährigen Sohnes, als besonders belastet gesehen. Man muss es einfach nicht, um diese Botschaft zu vermitteln, wie es in der Familie zugeht, müssen Sie es nicht viermal wiederholen. Das muss einfach nicht sein. Aber ist das eine ästhetische, nicht eher eine ästhetische Frage? Braucht man in einem Fernsehmarkt, der sehr dynamisch ist, der sehr auf Aufmerksamkeit buhlt, braucht man da nicht auch dynamisch-dramatische Darstellungsweisen, die eben nicht das Kind verletzen, sondern vielleicht versuchen, das Thema dramatisch zu gestalten? Nein, braucht man nicht. Also wenn man wirklich ein ernstes, ich sage das mal so plakativ, ne, weil wir können ja hier ganz kleinteilig, können wir das jetzt nicht diskutieren. Wir sprechen ja auch mit den Sendern. Und wir haben die erste Supernanny-Entscheidung war ja schon genau in diese Richtung. Man kann es zeigen, aber bitte nicht so oft, nicht so betont, nicht mit der Musikuntermalung. Und es ist eben bedauerlich, dass, aber man muss ja auch mal die Relation herstellen, von 145, wenn ich richtig informiert bin, Supernanny-Folgen. Also über 140 wurden nur zwei wegen eines Menschenwürdeverstoßes beanstandet. Also wir gehen mit diesem Vorwurf sehr, 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 sehr dosiert und sehr, sehr vorsichtig um. Ja, aber wir erwarten dann schon, dass auch diese Urteile, dieses eine Urteil und jetzt eigentlich, Alter Mann ist ja noch die Fortsetzung von Alter Mann, dass das in der Programmpraxis dann auch akzeptiert wird. Sonst gibt es neue Fälle und das wollen wir nicht. Bitte, Herr Vollmer, vielleicht, damit Sie auch die Perspektive vielleicht der FSM einbringen und fragen. Also genau das hatte ich vor. Denn es ist in der Tat so, in der Praxis der FSM, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Inhalte zu sichten haben in der Beschwerdestelle, wo es sehr oft um extreme Gewalt geht, müssen sich auch hin und wieder mit der Frage auseinandersetzen, da kommen wir auch gleich zu, will jetzt nicht zu lang reden, aber damit auseinandersetzen, ist es ein Menschenwürdeverstoß hin und wieder, und es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, wir haben ja 5000 Fälle im Jahr, also passiert es doch hin und wieder. Und da, finde ich, haben Sie genau den Kern dessen auch berührt jetzt, was uns auch beschäftigt, nämlich die Frage,
ob die Ebene der Darstellung, also was das mit dem Menschenwürdeverstoß, der sozusagen vor der Kamera abläuft, was es damit tut. Also was passiert, dass jetzt jemand, der jemand anderen enthauptet, sozusagen einen Menschenwürdeverstoß begeht, ist klar. Herr Kastendijk, Sie sind darauf eingegangen. Aber jetzt kommt sozusagen die Ebene der Darstellung dazwischen. Was passiert jetzt? Ja? Und was passiert mit der Objektformel? Dadurch, dass plötzlich eine Kamera dazwischen tritt. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt wird es zur Berichterstattung und damit in irgendeiner Form abgewogen. Oder es wird, wie Sie auch, wie ich finde, auch zu Recht sagen, es wird ganz oft wiederholt und dann kann es irgendwie nicht sein. Und da habe ich noch Schwierigkeiten, das zu fassen zu kriegen, weil die Menschenwürde ist ja eigentlich etwas, wie wir gehört haben, was nicht abwegbar ist. Ja, und das heißt, für mich ist jetzt die Frage, wenn wir darüber reden, wie ist die Art der Darstellung, wie ist die filmische Art der Darstellung, wie oft wird wiederholt, was ist möglicherweise Zweck oder Intention dessen? Ja, wie steht das zu der Tatsache, dass das, was dort geschieht, ein Menschenwürdeverstoß ist, und ist dann die Darstellung selbst auch einer? Und das, glaube ich, ist ganz schwierig, sozusagen auch theoretisch klar auf den Punkt zu bringen. Das müssen wir aber in der Prüfung machen. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie da noch weiter einsteigen. Ich will mal zu diesem Fiction-Bereich was sagen. Und nur einen Satz noch zu Supernanny sagen. Im Ergebnis würde ich sogar die Gerichtsentscheidungen nachvollziehen können, also im Sinn von, dass man so etwas nicht zeigen darf. Ich würde es aber eben an allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Ähnlichem der Kinder festmachen und nicht an Menschenwürdeverstoß. Aber jetzt zu Fiction. Bei Fiction, finde ich, gibt es Gott sei Dank eine schon sehr vergleichsweise alte Norm im Vergleich zu diesen Jugendmedienschutznormen, nämlich den 131, der ja genau sagt, ab wann ist so eine Darstellung von sehr grausamer Gewalt unzulässig und strafrechtlich nicht zulässig. Und letztlich die Idee, wenn man es diesen relativ komplexen Tatbestand so etwas vereinfachend zusammenfasst, ist, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass diese grausame Gewalttätigkeit irgendwie positiv bewertet wird in dem Film. Beispiel Walking Dead, gab es eine Szene, in der wird gibt es also die böse Seite, die Menschen wie Vieh behandelt, Menschen wie Schweine schlachtet, um sie dann ausbluten zu lassen, daraus Wurst zu machen und was weiß auch immer. Also sozusagen ein krasser Menschenwürdeverstoß, wie man ihn sich gar nicht schlimmer vorstellen kann. Sozusagen auf der fiktionalen Ebene wird ein Menschenwürdeverstoß gezeigt. So wie es irgendwie in Filmen über, was weiß ich, schreckliche Dinge, die Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg oder so auch passiert. Und dann kommt jetzt die Frage, darf man das fiktional, darf man das zeigen? Und dann ist die zentrale Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss, ist zu sagen, wird damit sozusagen eine Wertordnung medial repräsentiert, Medium sozusagen als Repräsentanz sozusagen von gesellschaftlichen Meinungen, Ordnungen, ja oder nein? Und in dem Moment, wo zum Beispiel wie bei Ein Mann sieht Rot, extreme Gewalt positiv gerechtfertigt dargestellt wird, wo man also mit dem Helden mitfiebert und sagt, jetzt macht die anderen auch noch kalt. Super. Ne? Dann hat man ein Problem, weil man dann sozusagen auf der Repräsentanzebene sagt, das ist gut so. Und das darf die Gesellschaft nicht zulassen. Aber wenn auf der anderen Seite, wie bei dem Walking Dead Fall, klar gesagt, gezeigt wird, das sind die Bösen, das ist gerade das Zeichen dafür, dass sie nicht akzeptabel handeln, dass sie Menschen wie Schweine schlachten und das sozusagen komplett abgelehnt wird, wenn also auf dieser Repräsentanz eben sozusagen das moralische Urteil klar ist, dann würde ich sagen, das ist keinen Verstoß gegen 131. Weil es eben bei dem 131 geht es um die Aufrechterhaltung einer gewissen gesellschaftlichen Grundmoral auf einer Repräsentanzebene. Es geht aber nicht darum zu verhindern, dass es sozusagen kein Bild in der Gesellschaft gibt, wo jemand mit einem Kehlschnitt sozusagen in Anführungsstrichen geschlachtet wird. Das ist nicht der Sinn dieses Paragraphen. Der Sinn ist, ein gesellschaftlich
diese Repräsentanz einer bestimmten Normauffassung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wenn die nicht mehr kritisch hinterfragt würde in diesen fiktionalen Formaten, das wäre dann ein Problem, weil ich habe auch das Gefühl als Prüfer bei der FSF, dass immer mehr ambivalente Figuren Einzug halten, also Figuren, wo das gar nicht eben mehr so klar ist, gut und böse, sondern wo die Figuren selbst mal in jedem oder mal im anderen Fall sich durchaus bestialisch verhalten. Eine Figur wie Dexter ist zum Beispiel eine völlig empathieunfähige Figur, die so eine Art Genugtuungsgewalt gegenüber denjenigen ausübt, die es zu bestrafen gilt. Das ist eine ethische Provokationsfigur, aber das halte ich für hochproblematisch, das halte ich für extrem problematisch, weil genau darum geht es dem Jugendschutz, dass es sozusagen Menschen, also dass es dazu mithilft, sogar gefährdungsgeneigte Jugendliche sozusagen in einer gewissen Richtung zu verantwortlichen moralischen Menschen sozusagen werden zu lassen oder zumindest eben nicht etwas zuzulassen, was dem deutlich entgegenwirkt. Und ich kann nur sagen, bestimmte Sachen wie Dexter darf man möglicherweise auch erst relativ spät zeigen, weil es eigentlich schon Kohlberg Stufe 4 voraussetzt. Ne? Es gibt einen schönen Schlager von Andrea Berg, der heißt Die Gefühle haben Schweigepflicht. Wenn man den Menschenwürdeschutz der Teilnehmer bedenkt. Wir als Prüfer können ja selten sagen, da ist jetzt aber die Menschenwürde des Teilnehmers verletzt worden, weil wir nicht genau wissen, welche Verträge es gibt, welche Verabredungen es gibt, wie da am Set verfahren wurde. Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei diesen Verträgen auch Verschwiegenheitsklauseln häufig genug. Ist das richtig? Ja. Ist das nicht ein Problem, wenn man das beurteilen will, ob ein Format die Menschenwürde der Teilnehmer verletzt? Ich habe als Prüfer das Gefühl, ich kann aber als Journalist, sag ich mal, oder als Autor eigentlich nicht hingehen und herausfinden, ob da die Menschenwürde verletzt ist. Müsste man sowas nicht öffnen? Gibt es wissenschaftliche Studien darüber, dass da auch schon in den Verträgen diese asymmetrische Machtbeziehung Medien, erfahrene Medien, Mann, Anwälte und dann der unerfahrene Medienteilnehmer, das schon in den Verträgen großes Problem steckt. Gibt es darüber Erkenntnisse? Naja, teilweise kann man die Verträge dann in bestimmten Medien nachlesen. Ja, wenn sie an die Medien gegeben werden, aber es besteht ja... Bei Big Brother wurden sie auch vorgelegt, ne? Da wurden sie, glaube ich, auch vorgelegt. Die Hessische Medienanstalt hat ja auch eine kamerafreie Stunde durchgesetzt. Das war ja auch noch so ein Versuch, eine Restintimsphäre noch zu gewährleisten. Wissenschaftliche Studie weiß ich jetzt nicht. Gibt es Studien zu Verträgen, dass dann natürlich ein Ungleichgewicht ist in der Verhandlungsposition? Das ist ja Es gibt natürlich Vertragsungleichgewichte in vielen Bereichen des Lebens. Dafür gibt es dann auch ein AGB-Recht. Aber ich glaube, der Kern dessen, worüber man als Gesellschaft sozusagen sich klar sein muss, ist so eine Art Abschichtung. Das eine ist, welche Verträge will man überhaupt gar nicht zulassen, im Sinne von komplett nichtig. Die nächste Frage ist, welche Verträge lässt man zwar zu, aber sie werden nicht, sozusagen, sie können nicht, die Leistung kann nicht gerichtlich erzwungen werden. Also nehmen wir mal an, man trägt als Prostituierter oder Prostituierte, schließt man einen Vertrag über eine Prostitutionsdienstleistung und dann überlegt man sich hinterher anders und sagt, ach nö, ich will doch nicht. Ne? Dann würde ich mal sagen, es ist sinnvoll in einer Gesellschaft zu sagen, dann kann man jetzt nicht vor Gericht gehen als Freier und sagen, ich mache hier eine Klage auf Erfüllung. Ne? Sondern das sind bestimmte Dinge, da muss man es sich jederzeit anders überlegen können, weil es sind sozusagen höchstpersönliche, intime Dinge. Da darf jetzt nicht der Staat mit staatlicher Gewalt sozusagen einen Vertrag erzwingen. Und dann wäre die dritte Frage, wie geht man sozusagen mit einem Vertrag und sozusagen dem moralischen Druck, weil Leute sich dann moralisch unter Druck gesetzt fühlen, weil sie sagen, ich habe den Vertrag ja unterschrieben, jetzt kann ich hier nicht wieder raus. Wie geht man damit um? Weiß nicht. Auch da würde ich sagen, Menschenwürde ist da die falsche Kategorie. Aber man hat natürlich immer als Gesellschaft die Fragestellung, eben gibt es, also will man etwas
will man vertragliche Vereinbarungen sozusagen durchexerzieren, nach dem Motto Vertrag ist Vertrag, oder eben nicht? Und da würde ich schon sagen, gehören diese Verträge, wo man Höchstpersönliches in einer Talkshow auspackt oder sich dazu verpflichtet hat, irgendwie bei irgendeinem Dschungelcamp da mitzumachen, da muss man jederzeit raus können. Das kann eine Gesellschaft nicht wollen, dass so etwas dann durchexerziert wird. Aber ich würde aber andererseits jetzt auch nicht sagen, wenn jemand es dann aber trotzdem will und sagt, ich möchte das aber machen, ich möchte am Dschungelcamp teilnehmen, dass man dann sagt, naja, das verstößt aber gegen deine objektive Menschenwürde, das darfst du eben nicht. Das finde ich auch schwierig, weil, wie gesagt, ein Kern der Menschenwürde ist nun wiederum auch Artikel 2 und sozusagen das Selbstbestimmungsrecht über das, was man so macht im Leben. Ich würde jetzt zu meiner letzten Fragestellung kommen, wenn ich damit gut in das Zeitfenster einlaufe. Da wird genickt. Marc Liesching, bitte. Ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig war, den Herr Fischer vorhin auch angesprochen hatte, nämlich mit der Quantifizierung von solchen, also der Wiederholung letztlich von solchen Szenen. Also ich bin auch der Auffassung, dass es wahrscheinlich in erster Linie auf die Sinngebung ankommt, auch wie Herr Kastendijk, wie du das gesagt hast, Oliver, dass man schon schauen muss, in welchem Kontext wird das gemacht. Noch eine kleine Seitenbemerkung, ich will jetzt nicht besonders lang sprechen, aber ich glaube nicht, dass wir... Oder Seitenbemerkung? Nein, keine, nur Seitenbemerkung. Hiebe mache ich vor Gericht, aber hier bleibt alles ganz diplomatisch. Dass ich glaube nicht, dass wir erst in Verträge schauen müssen, um rauszukriegen, ob ein Medieninhalt eine Verletzung der Menschenwürde darstellt oder nicht. Also dessen sollte man sich dann auch nicht befleißigen, sondern das sollte anhand des Medieninhalts abgelesen werden. Und dann kommt es ja auf die Sinngebung an. Jetzt zurück auf diese Quantifizierung. Der 4 Absatz 1 Nummer 8, der sagt ja, wir brauchen zunächst eine Menschenwürdeverletzung und dann im zweiten Schritt fragen wir uns, ob die konkrete Art der Darstellungsform vielleicht doch gerechtfertigt ist. Jetzt frage ich mich immer bei dieser Diskussion, naja, ihr hättet es ja zeigen dürfen, aber nicht so oft. Inwieweit man dann schon beim zweiten Prüfungsschritt ist, nämlich bei der berechtigten Darstellungsform, aber vergessen hat, erstmal zu prüfen, liegt denn überhaupt eine Menschenwürdeverletzung vor? Also es wäre für mich ein zu trennender Prüfungsschritt. Ich weiß, das Gericht hat es auch anders gesehen. Aber ich kann ja jetzt nicht anfangen damit, wenn man es einmal zeigt, ist es okay und zweimal nicht. Also gerade wenn ich jetzt die Szene nehme aus der Supernanny, obwohl ich über das Verfahren als Prozessbevollmächter hier eigentlich auch nicht sprechen will. Ja, nur, also da wäre es ja so, da würden Sie ja sagen, wenn man jetzt einmal zeigt, wie der Dorian den Klaps auf die Hand kriegt, dann ist es noch okay. Wenn es nochmal wiederholt wird, dann ist es plötzlich eine Menschenwürdeverletzung, obwohl es die gleiche Szene ist. Sie ist nur sozusagen quantifiziert, doppelt ausgestrahlt worden. Die doppelte Ausstrahlung wäre die Menschenwürdeverletzung. Die einmalige Ausstrahlung wäre keine Menschenwürdeverletzung. Das halte ich einfach für schwierig, wenn wir jetzt mit Quantifizierungen kommen, weil Sie müssten ja dann auch irgendwie mal regelartig sagen, bestimmte Szenen, die dürfen jetzt dreimal gezeigt werden. Beim vierten Mal haben wir schon so eine Art Menschenwürdeverletzung. Das ist, glaube ich, einfach mit den Vorgaben, wie wir sie uns auch selber gemacht haben. Übrigens auch durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des BGH zur Benetton-Entscheidung. Die haben ja so ein bisschen gefehlt bei den ersten beiden Vorträgen, weil da geht es ja gerade um diese Interpretationsoffenheit. Sie haben es zu Recht gesagt, Herr Fischer, man kann viele Dinge so und so sehen. Die werden bei uns, bei der FSF, kontrovers diskutiert, bei Ihnen auch. Und da hat ja gerade das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn man die Menschenwürdeverletzung, jetzt werde ich schon abgedreht, ja. Gerade wenn man das die ist Menschen, ein deutliches Signal. Ja, genau, also letzter Satz. Gerade wenn man die Menschenwürde eben da in den Kontext stellt, dann finde ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Durch das Abdrehen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, Marc, weil der Faden wird gleich nochmal aufgenommen, weil wir in dem nachfolgenden Blog darüber nochmal sprechen. Prima. Dann wenn der Faden dann wieder da ist, dann knüpfen wir daran wieder ein. Darf ich? Gerne. Vielleicht eine juristische Information, die für manche noch neu sein dürfte. Dieses Urteil Supernanny ist rechtskräftig geworden. Also steht so jetzt im Raum wie das Urteil zu Altermann. Das muss eigentlich überzeugen, aber das ist erstmal ein... Naja, also das Gericht... Also vielleicht, das ist jetzt so ein kleiner Binnendiskurs. Ich bin jetzt kein Diktator, aber okay. Es wäre schön, wenn wir das gleich nochmal fortsetzen könnten. Für mich jetzt so die abschließende Fragestellung ist, Sie haben vor der Trivialisierung und Banalisierung des Menschenwürdebegriffs gewarnt. Brauchen wir nicht von Fall zu Fall, auch im Rückblick auf
Big Brother immer wieder Verständigung der Gesellschaft, juristischer, prozessualer Art, aber auch politischer, kultureller Art, um möglicherweise einen Tabubruch oder eine Grenzverletzung als eine Qualität für die Zukunft nehmen zu können, um also auch gelassener auf weitere Grenzverletzungen reagieren zu können? Ist das eine Frage? Also Gelassenheit ist immer, also nicht immer, aber in diesen, bei neuen Formaten ist eine gewisse Gelassenheit, dass man nicht sofort den Untergang des Abendlandes befürchtet, ist schon richtig. Also wir haben jetzt aus Niedersachsen auch zu Big Brother nie die Meinung vertreten, es sei ein Menschenwürdeverstoß. Mhm. Nie, ne? Mhm. Es gibt andere Formate, die, also hier schwer verliebt, wer das noch weiß, das ist schon kritischer, würde ich sagen. Mhm. Aber auch da haben wir das nicht vertreten. Also wir reduzieren diesen, ja, das ist ja der härteste Vorwurf, den wir einem Programmveranstalter machen können, den reduzieren wir auch wirklich auf ganz seltene, krasse, ja, aber auch immer Grenzfälle, logisch. Meine Bemerkung dazu wäre, die Deutschen haben eine gewisse Tendenz, auch, also notwendige Diskurse, weil das ist ein notwendiger Diskurs in einer Gesellschaft, ob man so etwas zeigen soll oder nicht, zu verrechtlichen. Also ein schönes Beispiel, wie man, in Deutschland hat man nach dem Zweiten Weltkrieg in diversen Verfahrenswellen ist man mit dem Dritten Reich umgegangen und mit dem Unrecht, was damals ist, sehr stark vor Gericht passiert, innerhalb der Gesellschaft, Stichwort Unfähigkeit zu trauern, mütterlich und so weiter, relativ wenig. DDR-Unrecht, sehr viel davon ist Mauerschützenprozesse und sowas, ist immer alles wieder juridifiziert worden. In anderen Ländern, in Südafrika gab es die Truth Commissions, in Argentinien gab es mal so in ähnliche Richtungen solche Versuche. Ich frage mich manchmal, ist es wirklich gut und ist die Jurisprudenz sozusagen das richtige Mittel, um bestimmte gesellschaftlich notwendige Diskurse zu führen? Und ich finde, diese Frage muss man sich auch als Jurist mit einer gewissen Selbstbeschränkung dann, die muss man sich immer mal fragen und sagen, ist da sozusagen Gerichtsverfahren mit Anwälten und so weiter? Ich lebe davon, also ich darf eigentlich nichts Negatives dazu sagen, aber manchmal denke ich eben, da sollten sich die Juristen ein bisschen zurückhalten. Also wir brauchen sicherlich nicht gefühlte Gesetze, aber vielleicht Gefühle und Gesetze im Dialog, um den Faden nochmal aufzunehmen. Ich danke Ihnen sehr für das sehr lebendige Gespräch. Ich danke auch den Referenten. Ich habe in der Vorbereitung Aufsätze von Ihnen gelesen, Herr Kohl und Herr Augsberg. Und ich habe jetzt schon gerade bei anderen auch gehört, tolle Referenten. Und es ist schön, dass aus dem Papier dann so lebendige Menschen steigen. Also herzlichen Dank.